Hola, herzlich willkommen bei Kanetas kleinen Füllerbetrachtungen. Heute möchten wir uns einen Füller anschauen von einer Marke, die hier in Deutschland recht unbekannt ist, nämlich einen Nemosyne. Nemosyne geschrieben. Ja, das ist die Verpackung von diesem Füller. So sieht die aus. Und der Füller sieht so aus. Es ist das Modell Fischen in der Farbe Eis. So der Hersteller. Es ist also ein weiß lackierter Füller, der voll aus Metall gefertigt ist. Der Schaft, die Kappe sind aus Metall, welche dann mit Hochglanzweiß lackiert wurde. Und diese metallenen Applikationen wie der Clip, der Ring, die Doppelringe hier oder hinten der Ring mit diesem Gewinde, das ist verchromt. Ja, von außen sieht das sehr edel aus. Es gibt keine Farbnasen, es gibt keine Farbveränderungen, ein einwandfreies Weiß. Auch die Verchromung ist einwandfrei gearbeitet. Ja, es ist ein ziemlich schwerer Oschi, liegt satt in der Hand und hat sein Gewicht. Da schauen wir auch gleich mal danach, nach dem Gewicht. Dann nehmen wir doch gleich schwuppdiwupp diese Waage, schalten sie ein und wiegen mal das Gesamtgewicht. 46 Gramm, 45, 46 Gramm, wobei die Kappe 15 Gramm allein schon auf die Waage bringt und der Rest ist dann der Füller mit Schaft und Feder und allem drumherum. Ja, wieder weg mit der Waage. Der Nemosyne Fischen ist ein Füller, ja, eher für vielleicht für Männer bei diesem Gewicht und bei diesen Dimensionen, die wir uns auch gleich mal anschauen. Männlich im geschlossenen Zustand hat der Füller ungefähr 142 mm an Länge. Die Kappe hat davon 65 mm. Der Rest ist dann der Füller selbst. Wir können auch noch gucken, wie das Post-it aussieht. Das heißt also, wenn die Kappe hinten drauf geschraubt ist, da reicht jetzt eigentlich schon mein Messgerät hier nicht mehr aus. Es sind also, ja, ich schätze mal 160, mehr als 160, ja, 165 bis 170 Millimeter, die der Füller dann postet hat. Ja, postet. Das heißt, wir stecken die Kappe nicht hinten drauf, sondern wir schrauben sie hinten drauf. Also einfach nur draufsetzen, das hält nicht. Man muss sie schon dann festschrauben, aber dann hält sie auch, ohne dass sie einem runterrutscht oder runterfällt, ganz fest und einwandfrei. Ja, hier sehen wir auch gerade schon mal das, was sich unter der Kappe verbirgt, nämlich eine Edelstahl-hochglanzporillierte Feder, made in Germany, also in Deutschland gefertigt, mit einer wunderschönen Ziselierung. Ich halte das mal etwas näher, dass man das vielleicht ganz gut erkennt. Eine sehr schöne Ziselierung ist das. Und auch aufgedruckt auf der Feder oder eingestanzt ist die Stärke, nämlich 0,6, das sind die Millimeter, und es ist eine Italic-Feder, wie man vorne erkennen kann. Allerdings ist diese Italic nicht ganz dünn geschliffen, sondern hat schon, wenn man das auch so erkennen kann, hat schon eine gewisse Dicke, was wir gleich auch sehen und ich auch spüren werde, dass es sich also recht weich damit schreiben lässt. Da hakt nichts, da verklemmt nichts, da reißt nichts. Das ist also ein sehr schönes Schreibgefühl. Aber ich möchte der Sache nicht vorgreifen. Die Federn für diesen Nemosyne Fischen gibt es in
extra fein, in fein, in medium und in der Italic-Variante 0,6 mm und 0,8 mm. Und wie ihr recht bemerkt, es fehlt die Broad- und Oblique und so weiter Variante. Das stimmt. Also bei diesem Modell Fischen hat Mimosin auf diese Dimensionen verzichtet. Es geht also von EF, F, M zu Italic in 0,6 und 0,8 mm und ja, das war's. Und ja, also für den täglichen Gebrauch, muss ich allerdings sagen, ist das auch völlig ausreichend. Wie gesagt, Vollmetall und mitgeliefert wird der Füller bereits mit einem Konverter, den wir hier haben. Ja. Dieser Konverter ist ein ja, stinknormaler Konverter, wobei es gibt Konverter von einer Güte, die man auch sagen wir mal, als etwas höher bezeichnen kann, die man demontieren kann, um sie exakt zu reinigen oder gar Ersatzteile, Verschleißteile auszutauschen. Der hier nicht. Also der ist einfach ja, zusammengebaut und nicht demontierbar. Wenn da also mal irgendwann was undicht wird oder so, dann muss man ihn einfach wegwerfen und sich einen neuen holen. Was allerdings jetzt auch nicht so die Welt ist, zum Beispiel von diesem Konverter, Straßenpreis in den USA für 3 Stück von denen sind $5. Also da wird man jetzt, denke ich, nicht arm drüber. Außerdem hält das Ding ja doch schon etwas länger als ein paar Monate. Ja, zur Feder kommen wir gleich. Noch einmal zur Verpackung. Also das ist diese Verpackung von diesem Füller. Das ist die Vorderseite mit diesem Logo, das man dann übrigens auch auf dem Clip findet, nämlich hier. Und auf der Rückseite steht, dass die Feder in Deutschland hergestellt wurde, dass der Füllerkörper in Taiwan gefertigt wurde und dass also die Überprüfung des Ganzen und die Verpackung und auch der Vertrieb in den USA stattfindet. Hier sieht man dann, welche Federstärke montiert ist, nämlich die 0,6 mm Italic und derjenige, der diesen Füller konfiguriert hat, vom Werk her oder vom Händler her. Ja, 3 Jahre gibt der Hersteller Garantie auf sein Produkt, das finde ich also sehr gut. Und weg mit dem Ding und jetzt kommen wir zum Füller an sich. Ich habe ihn ja schon mal ein bisschen auseinandergebaut. Ich baue ihn noch etwas mehr auseinander, nämlich ich schraube den Vorderteil ab von der Sektion. Hier haben wir die Sektion. Das ist der Vorderteil. Machen wir noch ein bisschen trocken und sauber. Der Tintenleiter mit der Feder, das ist also, auch die Feder ist ein ganz schönes Gerät. Macht einen sehr massiven und einen großen Eindruck. Immerhin hat die Feder, so wie sie jetzt hier drin sitzt, ungefähr, ja, fast so 24 mm, wie sie rausschaut. Nette Sache. Und das ist die Rückseite. Hier sieht man also den Tintenleiter von unten und die Feder. So, die kann man auch noch abziehen, zack. Hier haben wir also den Halter für den Tintenleiter und die Feder in der Hand. Und schon haben wir das Ding demontiert. Und ja, beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man das Ding wieder zusammenbaut. Nee, Scherz beiseite. Ich habe das jetzt extra mal demontiert, um euch zu zeigen, dass man das demontieren kann. Was dann natürlich auch bedeutet, dass man in diesem Füller eigentlich auch andere Federn benutzen kann. Zum Beispiel andere Federn von Mimosin, die bieten auch separat Federn an. Straßenpreis in USA liegt etwa bei $8, glaube ich, pro Feder. Man kann aber auch Federn von anderen Herstellern nehmen, wenn man welche hat oder Lust hat darauf.
Auf was es jetzt ankommt, ist euch mal zu zeigen, wie man diese Fehler wieder einbaut. Ausbauen kriegt ja jeder irgendwie hin, aber einbauen, ein bisschen aufpassen. Möchte ich auch euch einen Tipp geben. Es kann auch sein, dass der Füller euch vielleicht fix und fertig geliefert wird mit einer Feder, die ihr direkt benutzt und vielleicht ihn direkt hier mit dem Konverter auftankt und dann direkt losschreibt und merkt, hoppla, der hat ja Aussetzer und der schreibt so dünn und gefällt mir überhaupt nicht. Und bevor ihr dann an dem Produkt selber zweifelt und es zurückschickt oder euch ärgert und was auch immer, erstmal die Feder angucken. Wenn die so kommt, wie ich es jetzt hier zeige, von unten betrachtet, dann kann es durchaus sein, dass die Feder Aussetzer hat oder zu dünn schreibt oder was auch immer. Jedenfalls, dass sie möglicherweise nicht gefällt. Warum? Der Tintenleiter sitzt relativ weit hinten vor der Federspitze oder umgekehrt ausgedrückt. Die Federspitze ist ziemlich weit weg vom Ende des Tintenleiters, wie ihr es seht. Ja? So, wenn ihr also dieses Phänomen habt, nicht zufrieden seid mit dem Tintenfluss, das Ding sauber machen, auseinanderbauen, wie ich es jetzt hier getan habe, dann nehmt ihr die Feder und den Federleiter, Tintenleiter, und schiebt den Tintenleiter so weit nach vorne, bis der Kopf des Tintenleiters gerade noch so von der Feder verdeckt wird, so wie ich das jetzt hier getan habe. Also wenn ich das Ding jetzt rumdrehe, sieht man den Tintenleiter nicht, so soll es auch sein. Ich drehe es wieder rum, er ist also gerade noch so verdeckt. So, jetzt ist also der Tintenleiter, also die Spitze des Tintenleiters, dichter dran an der Federspitze. Ja? Und so halte ich das jetzt fest, nehme die Halterung, drückt das drauf und dann merke ich hier möglicherweise einen Widerstand. Das Ding ist also wirklich sozusagen idiotensicher. Wenn da Widerstand ist, dass ich nicht reinkomme, da drehe ich ein Stück, bis ich reinkomme. Ja? Und wenn ich dann reinkomme, dann drücke ich auch so weit rein, darauf achten, dass die Position beibehalten wird, bis nichts mehr geht. So. Also, ich bin hinten an. Die Position ist weiterhin so, wie ich das eben bestimmt habe. Ja. Gut. Dann nehme ich wieder die Sektion, schraube das wieder rein, ziehe das ein bisschen an, handfest genügt, nehme meinen Konverter, Schaft draufgeschraubt und fertig ist die Sache. Ja, und dann wollen wir doch gerade mal schauen, wie wir das Ding betanken und damit schreiben. Vorher muss ich aber den Konverter wieder abziehen, denn ich möchte betanken, ohne die Feder einzutauchen. Das ist einfach sauberer, finde ich. Ich nehme also meinen Konverter. Ich habe hier eine Mont Blanc Tinte, Toffee Brown, die Farbe. Jeder kann das nehmen, was er gerade will. Ich tauche den Tintenleiter, den Konverter natürlich ein, ziehe damit Tinte auf, so, putze den ein bisschen ab. Stecke das wieder ein in die Sektion. Schraube den Schaft auf. Und fertig ist das Teil. Kommt da jetzt was raus? Natürlich nicht. Denn, richtig, wenn ich nach der Methode vorgehe, dass ich den Konverter nur befülle, dann muss ich natürlich auch hingehen und erstmal wieder gucken, dass ich einen Tropfen vorne auf die Feder kriege. Seht ihr? Da ist er. Da. Jetzt ist das Ding schreibbereit. Ich tupfe den auch ab, diesen Tropfen. Und jetzt ist dieser Füller schreibbereit. Wie man erkennen kann. Gut, schreiben wir mal Limo Scene. Fischen. Ja.
Also, ich habe hier ein Italic, wo ich drücken kann, fein, ziehen, breit, ziehen, fein, drücken, breit. Nochmal. Drücken, fein, ziehen, breit, ziehen, fein, drücken, breit. Oder umgekehrt. Und das Ganze geht ohne Kratzen mit einem ganz leichten Geräusch der Feder auf dem Papier und ohne Druck. Wunderbar. Schnell schreiben. Schlaufen. Andersrum. Die Schnecke. Ohne Druck. Völlig leicht. Ich nehme den extra mal hinten, um euch zu zeigen. Ohne Druck. Läuft die Tinte. Wunderbar. Machen wir das Punktieren. Jeder Punkt, auch wenn ich schnell mache, jeder Punkt sitzt. Jeder Tupfer hinterlässt einen Punkt. Ja, also ich finde die Position, jetzt kommen wir mal zu ein paar Details noch. Ich finde die Schreibposition hier vorne ist eh sehr ermüdend. Das sollte man eh vermeiden, denke ich. Weiß jeder. Je gestreckter die Finger sind, desto ermüdungsfreier kann ich schreiben. Ich fasse den also etwa so an. So kann ich also einigermaßen flach aufliegend schreiben. Und ermüdungsfrei, wie ich bereits festgestellt habe bei meinen Versuchen. Mimusan natürlich nicht mit I, sondern mit E. Ja, was mich etwas nicht stört, aber was mir auffällt, ist, wenn ich so schreibe, das ist also die Idealposition für mich als Rechtshänder, für ermüdungsfrei zu schreiben, liegt das Ende des Schaftes gerade so noch hier auf, wie man sieht. Ja? Und meine Hände sind eher klein, also auf jeden Fall unteres Mittelmaß an Größe. Und da finde ich, hätte Mnemosyne etwas länger den Schaft lassen können. Vielleicht einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter länger. Haben sie aber nicht. Man kann damit leben. Fällt ja mir nur ein bisschen auf, aber wie gesagt, man kann damit leben. Und ich muss sagen, so wie er jetzt hier ist, ist er sehr gut ausbalanciert. Also wenn ich jetzt mal zeige, halte ihn überhaupt nicht fest. Ja, die Finger liegen zwar dran, aber ich halte ihn überhaupt nicht fest und ich bin direkt auf der Schreibposition. Ich muss also nicht nach unten drücken, ja, um ihn auszubalancieren oder ich muss ihn davon abhalten, dass er zu fester aufliegt, sondern der liegt wunderbar so auf, ja, auf dem Papier. Während, wenn ich hier hinten diese Metall wohlgemerkt Kappe drauf schraube, dann. Und jetzt halte ich mal die gleiche Position mit meinen Fingern. Dann sieht man, Abstand zu Papier ist gegeben. Das heißt,
Der ist etwas kopflastig. Nochmal. Um ihn nach unten zu kriegen, muss ich nach unten drücken etwas, ja. Und wenn ich das nicht tue, haben wir etwa einen halben Zentimeter bis, sagen wir mal, 4 Millimeter, 3 Millimeter, die er vom Papier absteht. Er hat also eine Kopfplastigkeit in dem Fall. Aber es gibt Leute, die das mögen, die von sich aus etwas fester, sowieso etwas fester zur Sache gehen. Und bei denen gleicht sich das dann wiederum aus. Dieses etwas festere Anpacken gleicht sich wiederum aus, sodass dann die Schrift wirklich gut rüberkommt, dass man also nicht durch 3 Stück Papiere durchdrückt. Aber für mich muss ich sagen, ich schreibe besser und ermüdungsfrei mit ihm, wenn die Kappe ganz ab ist. Ja, der Tintenfluss, wie man sieht, ist also, wenn ich die Feder so einstelle, wie jetzt hier getan, durchaus in Ordnung. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Sollte es bei euch anders sein, wie gesagt, könnt ihr regulieren. Das hängt auch vielleicht von der Tinte ab. Wenn ihr eine sehr dünnflüssige Tinte benutzt, läuft es vielleicht zu viel. Dann würde ich hingehen, die Feder ausbauen und den Tintenleiter weiter weg von der Federspitze montieren. Ist die Tinte etwas griechärmer, dann würde ich denn die Spitze, den Vorderteil des Tintenleiters dichter an die Feder heranführen und das dann so festmontieren. Soweit zu den Tipps diesbezüglich. Was mir noch auffiel, was ich euch zeigen möchte, ist, ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei diesem einen Gerät so ist oder bei diesem Modell generell. Ich gehe mal davon aus, das zweite, also bei dem Modell generell, ist es so, wenn das hier ist auch alles Metall, ja, wenn ich also hier anfange, das Gewinde einzuschrauben, dann seht ihr, das hat Spiel. Ja. Während des ganzen Verschraubverlaufs hat das Spiel. Aber, und darauf kommt es ja an, wenn dann das wirklich festgedreht ist, zugedreht ist, da ist das Spiel weg. Und das ist ja das Wichtige. Wenn es hier Spiel hätte, wäre es fatal, wäre unbrauchbar, müsste man zurückgeben. Aber so ist es so, ja, er ist absolut fest und man kann damit einwandfrei schreiben, da wackelt auch nichts mehr. Und dass er während dem Zuschrauben Spiel hat, ja mein Gott, das fiel mir auf, das möchte ich euch auch nennen, aber das hat auf das Schreibverhalten und auf seine ja, Nutzungsmöglichkeit glücklicherweise keinen Einfluss. Ich muss sagen, für einen Füller, der in USA circa $25 kostet. In Deutschland, ich habe ihn bei Pen Paradise gekauft, der auch Mitglied im penexchange.de ist, für 33 Euro. In beiden Fällen natürlich zuzüglich Versandkosten. Für einen Füller, ja, in der Preiskategorie liegt, ist das ein erstaunlich qualitativ hochwertiges Produkt mit einer ausgezeichneten, wunderschönen Feder, mit einem sauber verarbeiteten Schaft, mit sauber verarbeiteten Applikationen, wunderbar verchromt, wunderbar lackiert. In keinster Weise sieht man diesem Teil an, dass es teilweise in Fernost produziert wurde und teilweise in Deutschland, nämlich wie gesagt die Feder. Es ist also ein qualitativ wirklich hochwertiges Produkt und als Füller, den man im täglichen Gebrauch haben möchte, ein wirklich ganz tolles Schreibgerät. Gerade wenn man einen Füller hat, den man ab und zu mal irgendwo hinsteckt, wo er vielleicht mal runterfallen kann, wo er sich an anderen Sachen reibt. Da tut es einem nicht so weh, wenn man einen Füller für $25 oder 35 Euro in der Tasche hat, als wenn es ein schönes Sammlerstück ist, das mehrere hundert Euro teuer wäre. Trotzdem ist dieses Teil erstens mal qualitativ hochwertig, schön und robust. Also wenn das hier runterfällt, das brauche ich hier und möchte ich jetzt nicht zeigen, aber ihr könnt es mir glauben, wenn das Ding hier runterfällt, da geht nichts kaputt.
Überhaupt nichts. Und zwar kann ich das auch auf 2 Metern Höhe runterfallen lassen, da geht nichts kaputt. Das, was passiert ist, dass die Feder mit Tinte versaut ist, weil die Tinte nach vorne gespuckt wird, aber mehr passiert da nicht. Das macht man dann sauber und dann ist es wieder gut. Ja, das ist der Nemosine, findet Nemo. Und zwar das Modell Fischen. Zu den Federn und den Federstärken habe ich euch auch schon alles gesagt. Das ist die Verpackung von dem Teil. Was haben wir denn da noch? Ja, es ist noch ein Zettel drin in Englisch, wo drauf steht, erstens mal, dass man 3 Jahre Garantie hat, dass es, wie man das Gerät befüllt und sauber macht, aber das wisst ihr ja sowieso und erst recht jetzt. Und ja, ich kann auf jeden Fall diesen Füller empfehlen. Hat riesig Spaß gemacht mit dem Füller und bis zum nächsten Mal, euer Caneta.